Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Final Fantasy 9. Wir wollen heute weitermachen, nachdem wir ja letztes Mal so ein bisschen Laberpart hatten. Ich muss mir das mal so ein bisschen auf den Ohren leiser machen, damit ich mich selber höre. Ich werde nochmal ganz kurz einmal eine Anwendung schließen müssen. Das dürftet ihr jetzt nicht sehen eigentlich. Ich weiß es nicht. Dauert einen ganz kleinen Augenblick. Ja, ich weiß, das ist total, professionell. So, aber dann sollte es jetzt auch definitiv ein bisschen besser laufen. Wir treffen uns hier manchmal heimlich. Guten Tag, bist du auch hier, um die Insel des Lichts zu sehen? Willst du was von Lisa? Nein, ich bin nur dein Ding. Ey, Pilf, du störst! Oh, das ist aber süß. Ich heiße übrigens Lisa. Und ab und zu treffe ich mich hier mit Guts. Sag mal, Lisa, wollen wir uns nicht zusammen die Insel des Lichts anschauen? Ja, ich würde gerne, aber bist du scharf auf der Trachtbübel oder was? Mein Freund sieht das bestimmt nicht so gerne, weißt du? Schau, dass du Land gewinnst, du Socke. Ja, witzig. Hier können wir auf jeden Fall jetzt mal weitergehen. Weil, so an sich müsste ich eigentlich ganz gut ausgerüstet sein. Oh, hallo? Heute Morgen erhielt ich einen anonymen Brief. Da ich mich etwas fürchte, lassen wir uns bitte zusammenlesen, Kupo. Von Mogrimian an Amorisa. Morisa, was für eine Katastrophe. Ich habe zu viel davon verbraucht und jetzt ist keins mehr übrig. Hast du noch welches in Reserve? Oh nein, was mache ich denn jetzt? Aber Mogrimian, ich sagte doch, du darfst nicht zu viel davon. Was denn? Eine Bitte, Kupo. An Moran. Okay, danke, bitte. Speicher natürlich auch wenn wir gerade eben was gespeichert haben. Aber wie wir gelernt haben, ist Speichern doch echt wichtig in diesem Genre. Ja, wir sind mit Quina und Steiner unterwegs. Ich hoffe nicht, dass es mir zum Verhängnis wird. Nichts. Geh mal nach oben, ich weiß es nicht. Achso, ich glaube, da sehen wir jetzt die Quelle des Lichts. Können wir wieder weitergehen. Ich weiß gar nicht mehr, die Musik vom Vulkan, war die auch so catchy? Hier ist ja auch nichts. Und ein Glück ist die Tür schon auf. Willkommen im Vulkan Gurug. So. Oh ja, die ist auch so catchy, diese Musik. Die ist so catchy, diese Jingles. Oh Gott. Oh, das ist die catchy, die Musik. So, da muss ich gleich hin. Das gehen wir die Ebene tiefer. Nein, Sidan, du sollst in die andere Richtung laufen, bitte. Er macht nicht das, was ich will. Er soll in das Haus reingehen. Das will ich, yeah. Boom. Damit der Brunnen benutzt werden kann, muss erst der Schalter nach unten gelegt werden. Okay. Ah, ein Ether. Lass mal weiter, wa? Ich weiß gar nicht, was auf mich hier zukommt. Da.
kein Rotkäppchen erhalten, das nur Bibi bis jetzt hat. Ich muss mich nach damit ausrüsten, ja. Ausrüsten. Ausrüsten. Ausrüsten, das war jetzt ein bisschen schön. Warte mal. Ach so, okay, das, ich dachte, das wäre jetzt so. Ja, machen wir mal. Obwohl das eigentlich Blödsinn ist, das lassen wir. Sind hier denn keine Gegner? Kann ich da reingehen? Nee. Okay. Hier sind keine Gegner. Ja, ich hab's geschafft. Ohne irgendwas zu verstellen. Warum sind hier denn keine Gegner, Mann? Ich warte schon drauf, ja, Mann. Ich muss noch was finden, damit es vielleicht geht. Und ich bin so schief, da laufen alle weg. Oh, hä? Okay, hier geht's nach oben. Laufen wir mal hier rein. Ich mach mal ein bisschen. Oha. Oh, guck mal da. Da ist eine Kiste mit einem Goldkäppchen drin. Ist sie vielleicht besser als sonst? Hallo? Aber also, es ist ja nichts, oder? Oh, das nehmen wir mal. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Quina. Na, Regina ist natürlich gut. Ah, einer fehlt mir noch. Bei Emma Regina ist natürlich gut, dann kriegt er nämlich immer HP zu, geschustert. Aber ich will jetzt da runter, denn ich will weiterkommen. Sind wir erstmal jetzt hier auf der, ich glaube, das ist die erste Stufe, die man runtergehen kann. Oh, hallo. Moran, ich habe was für dich. Ein Brief von Morisa, vielen Dank. Von Morisa an Moran. Es scheint, als hätte Mori mir dann alles aufgebracht, Kupo. Aber ohne es läuft das Magnet nicht. Das weiß doch jeder, Kupo. Aber ich will ehrlich sein, auch ich habe es einmal verwendet, Kupo. Und ich kann daher nachfühlen, dass Mori mir dann so begeistert davon war und sich nicht beherrschen konnte. Aber trotzdem, Kupo! Jetzt verstehe ich auch, warum keine Briefe mehr ankommen. Nimm das zum Dank. Dankeschön. Eine bitte. Mondo, okay. Die Frage ist jetzt, ob ich... Oh, da geht's ja weiter. Gehen wir erstmal hier weiter. Also die Frage ist halt, gehe ich jetzt nochmal kurz raus und gebe die Kuponus jetzt einmal ab? Soweit ich weiß, muss man den Schalter zweimal nach unten legen. Ein Gegner. Ein Gegner hat sich verirrt und will gegen mich kämpfen. Der hat sie nicht. Merl und die Katzen schlafen. Na? Oh wow, was ist das? Oh nein.
Höllenblut. Oh, wisst ihr was? Ich wechsle doch gleich einmal. Freier Sommer bitte, oder? Also wir nehmen anstatt Cleaner nehmen wir, glaube ich, einmal ja, Freier mit. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott sei Dank ist das Ding weg. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das dann so wie so ein Bomber hochgeht. Also seid mir nicht böse, ich werde jetzt nochmal schnell einmal hochgehen, damit ich Freier holen kann. Und dann machen wir lieber einen langen Part. Hallo, können wir den jetzt mal töten? Was? Warum kriegt Quina denn kein Level? Achso, der ist tot. Wir gehen einmal ganz schnell noch hoch und tauschen einmal aus, aber Quina... Den brach recht nicht, das tut mir jetzt total leid. Das war ja klar. Egal, machen wir mal eine halbe Stunde Part. Oh, Todesäpfel, glaube ich, sind das, ne? Ja. Wir müssen aber ganz kurz noch raus. Schnell, schnell. Chanel, Chanel. Weil dann können wir jetzt einmal fix noch die Kuponos einmal abgeben. Haben ja noch 15 Minuten so gesehen. Wir machen jetzt ja auch lange, lange Parts. Eine halbe Stunde. Das finde ich schon ganz gut. Geben so viel Geld, nein, egal, Ruderdinger. Was der wirklich abzieht, wenn der im Trance ist, Steiner, das ist schon eklig. Aber mir ist so eingefallen, vielleicht sollten wir wirklich Freier mitnehmen, weil, also jetzt mal ganz dumm gedacht, es gibt ja letztendlich da auch Drachen, nehme ich mal an. Ansonsten wäre uns das jetzt ja gerade eben noch nicht so aufgefallen. Was ist das denn? Na egal. Das hat uns noch nicht zu interessieren. Jetzt muss ich mich erstmal wieder hier so ein bisschen orientieren. Ich weiß gar nicht, war das das, was ich denke? Oder war es das was anderes? Ich weiß es nicht mehr. Und ganz ehrlich gesagt, rausschneiden möchte ich es jetzt auch nicht. Dazu bin ich zu faul.
sind doch so extrem viele Gegner momentan unterwegs, habe ich Gefühl. Manchmal kommt überhaupt gar keiner. Da wartest du dann deine 1000 Stunden, die du hast. Und es kommt keiner. Und dann hast du natürlich wieder sowas wie, dass wirklich 1000 Leute auf einmal kommen. Und zack. Und jetzt kann ich mich ja noch richtig ausleben. Das heißt, jetzt kann ich mich noch so ein bisschen... Ich weiß nicht, also für mich sieht das auch schon immer so ein bisschen dinohaft aus. Also jetzt, ja, mit Ausleben meine ich jetzt halt, das kann ich noch so ein bisschen Leveln machen und so, das können wir alles im Stream dann nicht mehr machen, wenn wir dann den Run machen. Und ich sage auch ganz bewusst den Run, weil mehr ist es nicht. Also alles das, was wir jetzt hier sehen, das wird so schnell abgehen. Also ich denke mal, ich werde es so machen, dass... warte mal, hä? Da ist das, da muss ich aber gar nicht hin. Dass ich, wenn jetzt solche Zufallskämpfe bekommen, dass ich dann wirklich auf schnell mache und auf Autokampf. Weil diese Zeit, die ich dadurch gewinne, muss ich ja tatsächlich wieder da reinstecken, indem ich irgendwas klaue, also mit Sidan oder mich, wenn ich mich irgendwie großartig verlaufen werde ich mich nicht, dann muss man halt neu starten. Deswegen werden wir ja auch viele Saves machen. Damit wir gar nicht in diese Bredouille kommen. Aber sowas wie dieses Mognet oder diese Kupo-Sachen werde ich ja nicht, werde ich halt nicht machen. Ja, ja. Ich glaube, jetzt werde ich wirklich mal auf Freier wechseln, von Quina. Aber ich bin mir nicht so sicher einfach. Ich weiß auch nicht, wegen Steiner seiner Feuerklinge, irgendwie hilft es mir nicht so wirklich. Von daher bin ich da noch nicht so ganz von überzeugt. Ich meine, man guckt ja auch ab und an in solche Komplettlösungen rein. Da steht, ja, nimmt Steiner auf jeden Fall mit. Natürlich, weil Vivi ist mit im Team und Steiner kann dann natürlich auch schön seine Magieklinge dann machen. Aber mir ist natürlich nicht bewusst oder nicht klar, warum ich ihn mitnehmen soll mit der Waffe Fegefeuer. Das ist mir total unklar. Vor allen Dingen, die kann man ja auch leider im Kampf nicht tauschen. Entschuldigung. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen, ey. Fuck, ey. Trollololololololol. Ich meine, jetzt für mich ist es jetzt hier ganz gut, noch so ein bisschen, um noch ein bisschen Geld zu kriegen. Ja. Ach, lass mal kurz. Ich meine, ich habe schon bei anderen YouTubern gesehen, die Final Fantasy 9 spielen, die schneiden wirklich jeden Kampf raus und das mache ich nicht. Also bitte, dieser Sekundenkampf, das ist doch... Außerdem, ich muss mir... Also es gehört ja dazu. So, ich würde ganz gerne jetzt einmal kurz zu Quina... nein. Ich muss nochmal einmal tauschen. Natürlich muss ich mit den beiden bisher mehr machen, wenn man mal sieht, ne? Aber was nützt es mir? So. Jetzt kann ich auch erstmal das, ansonsten wird das zu eklig auf dem Ohren. Und wenn ihr mal überlegt, was ich wirklich so gespielt habe, alles in so schnell gehört und so, das ist echt eklig. So, da haben wir den Jagdspieß. Das ist, glaube ich, auch so ihr Bestes bis jetzt. Ach so, okay. Und dann hat sie nur das. Dann hat sie doch den Uriel lieber. Ja.
Also jetzt habe ich halt ihn und sie mitgenommen, also zusammen mit Vivi. Jetzt machen wir das noch ein bisschen schneller wieder. So, ich muss da oben mehr hin. Wow. So. So, als wären wir gar nicht... Warte mal, hä? Wir sind hier falsch. So, als wären wir gar nicht... Hallo. Als wären wir gar nicht weg gewesen. Ach, Mensch. Da würde ich gerade noch reinhüpfen. Dann muss ich halt mit den anderen zum Tatzelwurm, dann nützt es halt nichts. So, wir machen das jetzt auch einmal so, dass ich den, eigentlich wollte ich jetzt den Part zur Vulkan-Guru benennen. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Ja, ne? Ja, bitte. Also ich hätte gerne wenigstens, also ich möchte wenigstens zu dem Ausgangsort da gehen, wo wir dann waren. Wo war denn das überhaupt noch? War das jetzt noch da oder noch da? Ne, ich glaube noch hier hin. Ich weiß nicht mehr wohin. Das müssen wir jetzt schauen. Bup. Genau, und dann müssen wir definitiv ja auch mal zu der Seite gehen. Ich war mir gar nicht sicher. Ich bin mir, glaube ich, wir waren ja noch nicht mal bei der anderen Seite fertig. Da, 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 genau. Machen wir hier am nächsten Part wieder weiter. Ich bedanke mich, also sind, ich werde die wahrscheinlich Vorbereitungen einfach nur so ein bisschen nennen oder irgendwie anders. Auf jeden Fall, dann heißt die Folge, die jetzt danach kommt, Vulkan Guruk. Da wollen wir das dann so ein bisschen fertig machen und die geht dann wirklich auch noch mal eine halbe Stunde. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.